Mein Name ist Rahela Kissling. Ich arbeite bei Stadler am Standort St. Margrethe als Inbetriebssetzungstechnikerin. Ich bin Reto Amann und arbeite bei Stadler in der Inbetriebssetzung. Mein Name ist Micha Vogt und ich bin verantwortlich als Standortleiter für Fahrzeuginstandhaltung. Bei Stadler nehme ich Züge in Betrieb. Das heisst, die Fahrzeuge kommen von der Montage zu uns. Die haben noch null Intelligenz in sich. Die sind einfach einmal leer. Und dann tun wir denen das Leben einhauchen. Das heisst, wir prüfen die ganze Verdrahtung. Dann tun wir sie mal an den Strom hängen. Schauen, ob alles passt. Dann tun wir die Software in Betrieb nehmen. Dann tun wir die einzelnen Module in Betrieb nehmen, bis am Schluss das Fahrzeug auf der Schiene wegfahren kann. Sobald das Fahrzeug von der Produktion fertig zu uns kommt, nehmen wir es in Betrieb. Das heisst, man prüft es. Man prüft das ganze Schema, jede Leitung durchprüfen. Schaltet nachher das Fahrzeug das erste Mal ein, testet die Funktionen, lädt die Software und schaut eigentlich, bis beim Kunden abgegeben wird, dass alles funktioniert. Meine Aufgabe ist die Leitung oder Standortleitung von einem Fahrzeuginstandhaltungsstandort für Stadler Rail Service. Und wir im Auftrag von unserem Kunden den Full Service, Fahrzeuginstandhaltung präventiv, kurativ und reparaturmässig durchführen. Am Morgen komme ich und gehe aufs Fahrzeug. Dann schaue ich, was steht für Arbeiten, was wir als nächstes machen müssen. Dann bespreche ich es mit Kollegen, wer was macht. Und dann schauen wir, dass wir die einzelnen Sachen in Betrieb nehmen können. Wie jetzt momentan steht zum Beispiel die ganze FIS, also Fahrgastinformationssystem, steht an. Da ist die Kommunikation zum Fahrgast. Das sind alle Monitoren, Notrufstellen, all die Sachen, die eigentlich für den Fahrgast interessant sind. Und das nehmen wir dann in Betrieb nehmen, schauen softwaretechnisch, ob alles läuft. Das ist so ein bisschen, je nach Tag halt, was gerade ansteht, machen wir dann da. Aber morgen kommt man nochmal aufs Fahrzeug, schaltet sie und schaut, was ansteht. Ein typischer Arbeitsalltag gibt es in dem Sinne nicht, weil jeder Tag ist neu, je nachdem, in welchem Stadium das Fahrzeug sich befindet, ob wir Software am Laden sind oder ob wir Schema am Prüfen sind. Von dem her ist der Arbeitsalltag wirklich sehr unterschiedlich. Ich habe die erste Lehre als Automatiker gemacht. Nachher habe ich ein Studium gemacht in Elektrotechnik. Ich war dann 4 Jahre in der Entwicklung. Da habe ich gemerkt, dass das Büro nicht so meins ist. Und dann bin ich auf der Suche und habe gefunden, bei Stadler in Betriebssetzung, dass das richtig für mich ist. Bei der Firma Stadler gibt es diverse Möglichkeiten, um weiterzukommen. Ich würde als nächsten Schritt gerne in die Teamleitung gehen und dann später mal in die Projektleitung. Stadler bin ich sehr früh gekommen. Ich habe dazu mal mich entschieden, bei Stadler die Lehre als Automatikerin zu machen. Dort bin ich dann im Laufe meiner Lehrzeit auch auf die Inbetriebssetzung gekommen. Und ich habe schnell gemerkt, dass mir das sehr gut gefällt, weil es sehr abwechslungsreich ist. Meine Geschichte bei der Firma Stadler hat vor rund 22,5 Jahren gestartet. Angefangen habe ich eigentlich als gelernter Schlosser. Ich bin 5 Jahre im Stahlbereich tätig gewesen. Nach weiteren 3 Jahren bin ich gefragt worden, ob ich die Leitung der Fahrzeug, Spezialfahrzeugmontage übernehmen will. Ich habe das dann gemacht. Dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass im Service ein Leiter für den Systemservice gesucht worden ist. Und seitdem bin ich im Service und ab 2015 ist die Standortleitung noch dazugekommen. In der Instandhaltung bei der VfL Wildbahn. Was ich als Stadler sehr schätze, ist die grosse Vielseitigkeit. Die Möglichkeit, auch ins Ausland zu gehen und einfach coole Produkte herzustellen. Man sieht wirklich einen Zug von A bis Z. Der kommt und da läuft noch nichts. Und am Schluss siehst du, wie er wegfährt. Dann die ganze Teamarbeit. Da arbeitet man mit verschiedensten Leuten, verschiedensten Kulturen miteinander zusammen. Das ist sehr interessant und das habe ich so bisher noch nicht gekannt. Die Arbeit bei unseren Teams zeichnet sich durch eine gute Zusammenarbeit aus, durch eine kommunikative Zusammenarbeit. Ich glaube, wenn man umschaut in diesen Teams und sie beim Arbeiten beobachtet, sieht man auch, dass der Job Spass macht, dass Freude an der Arbeit. Und man sieht, zu Abend, wenn man 4 Abende gemacht hat, sieht man, was man gemacht hat. Da ist sicher ein Stolz, wenn man ein Fahrzeug bis zum Schluss begleiten, wenn man sieht, wie es der Kunde übernimmt, wie es fährt. Und es ist etwas, man sieht, was man geschaffen hat. Hier. Das ist etwas Schönes. Ja. Der Moment, der mir am besten in Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich, wo wir für einen Kunden in Brasilien 7 grosse Zahnrad-Rangierlokomotiven bauen konnten. Die Zahnrad-Lokomotiven sind eigentlich aufgrund von ihrer Größe und von ihrem Gewicht Weltrekord verdächtig. Also nicht nur verdächtig, das ist ein Weltrekord, das ist eine Firma Stadler. Und wenn man am Schluss vor dieser Lok gestanden ist, ist das einfach, ist einfach gewaltig gewesen. Für die Zukunft für Stadler wünsche ich mir sicher,
dass die Anzahl Frauen in den technischen Berufen oder auch in der Inbetriebssetzung steigt, weil es ist definitiv ein Beruf, den man als Frau gut ausführen kann und es macht einfach mega viel Spass. Stadler in einem Wort zu beschreiben, ist relativ schwierig. Ich habe es versucht, aber es sind drei Wörter geworden. Made in Switzerland.